Let's Play Games. Arma 3 in einer Mod namens Altes Leid. Will er mich verarschen? Er will mein Fahrzeug untersuchen. Komm mal zu mir, das ist dein Auto. Der will jetzt hier die Fahrzeugpapiere kontrollieren oder irgendwas. Jetzt sag doch was. Sehen Sie die zwei Sachen? So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Altes Live mit dem MCR-Clan. Heute mit dabei der Benny. Servus. Und meine Wenigkeit, der Darky. Wie bitte? Können Sie das letzte, was Sie gesagt haben, bitte nochmal wiederholen? Ich habe den Werkzeugkasten und Medikit auf den Boden gelegt. Guckt er dämlich. Ja, wir haben gerade hier eine Polizeikontrolle. Und ja. Wir wissen nicht genau warum, aber. Hä? Haben Sie nichts gefunden? Nein, habe ich nichts gefunden. Mann, bist du blöder Bulle. Hast du das gerade laut gesagt? Ich hab doch gerade. Wo ist das jetzt? Das hab ich doch auf den Boden gelegt. Ihr habt es geklaut wahrscheinlich. Ich find's klasse. So, alles klar. Ich hab's nicht gesehen. Liegt es unterm Auto oder wie? Ich sehe es doch selber nicht. Macht gerade Fahrzeugkontrolle und hat gerade die Sachen durchgegeben, ob es geklaut ist. Komm mal dazu, das ist dein Auto. Sag ich noch, ist geklaut. Hallo Herr Officer, darf ich mich mal eben einmischen? Das ist nämlich mein Auto. Da hätte ich noch eine kurze Sache mit Ihnen zu klären. Und zwar wurde mir gerade noch durchgefunkt, also glaube ich das schon mal Ihnen. Und dass wir noch kein Blitzerfoto von Ihnen haben. Sie wurden irgendwann mal zweimal geblitzt wegen überhöhter Geschwindigkeit. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Du würdest jetzt gleich gern zahlen. Sag's noch. Ja, Ticket beläuft sich auf 68.000. In meiner Strafzeit falsch parken sehe ich jetzt mal ab, weil Sie scheinbar noch Fahranfänger sind. Ja, kann ich das bei Ihnen gleich zahlen? Ja, das können Sie gleich bei mir. Wieso wusste er das gerade eben noch nicht? Er hat es über Funk durchgegeben, was mit dem Fahrzeug ist und was registriert ist. Aber zwei? Wo ich mein? Tisch. Okay. Warte, ich zieh mal eben eine Waffe und knallen ab. Sag mal, bei ihm hinten leidet eine Katze. Ich hab fast nichts verstanden, was er gesagt hat, so leise. Du musst deinen Systemsound ein bisschen lauter stellen. Sag sorry, ich hab das gerade nicht verstanden, ich stell mal eben lauter. Und dann sag das nochmal. Bezahlt. So, das wär's schon. Und dann würde ich Sie in Zukunft bitten, die Parks jetzt auch ordnungsgemäß zu nutzen. Ja, okay. Chef. Mach ich, Officer. Danke, gleichfalls. Wiedersehen. Wie kann ich denn hier als Beifahrer einsteigen? Muss ich kurz mal lauter machen. Ich habe den fast nicht verstanden. Aber Funk ist doch Effekte. Sind das Effekte? Hä? Wieso steigen die jetzt nicht ein? Als Passagier rechter Sitz 1, Geländewagen einsteigen. Was hat er denn gesagt, wenn ich jetzt nochmal erwischt wurde? Warte mal, halt, das ist falsch. Wie kann ich jetzt hier aussteigen? Das Mausrad und dann aussteigen. Ja, wie kann ich denn auf dem Beifahrersitz einsteigen? Ja, was, als Passagier oder als Passagier? Als Passagier rechter Sitz 1. Das genau, ist dann... Genau. Ja.
Passagier ist Beifahrer, jetzt. Habe ich 3 Strafzettel zahlen müssen, 68.000. Aber vorhin komischerweise wusste er das nicht, oder? Nee. Ach, weil ich kein Auto dabei hatte, konnte er ja gar nicht gucken. Genau, der musste es im Auto kontrollieren. Ah. Also wenn ich jetzt nochmal erwischt wurde, oder 3 Mal, dann komme ich ins Gefängnis, irgendwas. Ja. Na, da liegt die halt. Weil ganz ehrlich, die haben da wohl keine Blitzerfotos, das ist ganz schwer zu erzählen. Weil sonst hätten sie ja gemerkt, dass ich das war. Was habe ich jetzt meine Hand vorm Gesicht? Also, wo wollen wir denn hin? Also, ich bin ja gestorben, also jetzt müssen wir nur noch zu deinem. Drück mal auf J. Ja, warte, ich muss gerade auf deinen. Auf deinen. Ne, ich habe keinen mehr. Meiner ist verjährt. DP4 war das, ne, bei dir. Warte mal, wenn du auf J druckst, dann kommt das. Nein, das kam bei mir als Anzeige, ich kann es nicht mehr ausliefern. Okay. Okay, dann müssen wir DP4. Soll ich hier umdrehen? Wo bist du denn? Ich habe gerade markiert. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du denn? Ich sehe dich gerade nicht jetzt. Nach links, genau. Und geradeaus. Immer geradeaus. Immer auf der Straße bleiben, geradeaus. Ich muss bloß kurz Licht anmachen, warte mal. Nicht, dass es bei der Bulle wieder kommt, weil ich hier parkt. Wer hier parkt, werden im Fahren. Aber war das doch gerade der gleiche Polizist? Extra im Auto sitzen geblieben, aber der hat mich 5-mal mit dem Block gejagt. Ich hab ihn 5-mal gesagt, sie sollen. Ne, du musst den Systemsound ein bisschen lauter machen. Wieder? Du musst den Systemsound dann ein bisschen lauter machen, dann wird er. Das, wo im Prinzip, wenn du es regelst, wenn dann macht im Hintergrund. Ja, das ist das, dass du ihn. Das höre ich aber dich fast nicht mehr. Ach so, ja, da kann dann ich ja. Ein bisschen zu laut vielleicht. Ja, das ist ein komischer Kompromiss. Also hier erstmal geradeaus. Jede Menge. Obwohl, warte mal, wir können dann gleich hier oben rum. Ja. Guck mal auch gleich, wo die nächste Tankstelle ist. Kommt mal irgendwo eine Tankstelle vorbei? Wichtig. Halben voll nicht mal. Tankstelle? Ja, habe ich eine. Dann fahr die nächste nach links. Also nächste große nach links. Jetzt gleich. Hier links jetzt rein? Ja. Und da vorne gleich, also die nächste gleich wieder links. Und wenn es möglich wäre, bring uns nicht um. Nö, das nicht. Das ist mit dem links, links, ist links, so ein Problem links. Bei mir. Boah. Jetzt muss geradeaus und irgendwann kommt auf der rechten Seite eine Tankstelle. Müssen wir mal gucken, wie schnell wir hier fahren darf. Ja, wird langsamer fahren, das sieht. Nicht mehr. Ja, eben. Jetzt irgendwie, egal was geht, rechts. Jetzt müsste links von dir eine Tankstelle sein. Jetzt geradeaus, genau geradeaus. Ja, Tankstelle. Weiter. Boah, bremsen gut. Bremsen gut. Super, oh, Diesel. Okay. Voll. Wohin? Rechts, links? Warte, Moment. Das gleiche wieder zurück gerade. Jetzt fährst du nach rechts. Und jetzt gleich wieder rechts. Genau. Und jetzt auf der Straße ein bisschen bleiben. Boah, der fährt mal langsam. Ich fahr 30, das ist 30 oder 50. Vorhin bin ich in der 30er-Zone geblitzt worden. Na, ich auch, aber du zahlst ja, das passt ja. Einmal mit 70 und einmal mit 50, ich hab 68. Jetzt nach rechts? Hier rechts. Also da vorne rechts, beim Stoppschild, das du überfahren hast. Und nach links, 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 links. Jetzt kommst du gleich an einem Checkpoint der Polizei vorbei. Na toll. Mein Freund und Helfer. Die kann ich gar nicht leiden. Weißt du, das Geile ist, du hast ja nichts mal was gemacht, weißt du? Ist da jemand? Ah, ist offen, also durch. Was steht denn auf dem Schild drauf, wie schnell darf man fahren? Ich sehe es nicht. Fragenverbot. Was sind da? Überholverbot. Also, ich habe gerade so eine schlechte Grafik eingestellt, ich sehe das nicht mal. Hier vorne kommt jetzt gleich eine Gangbasis.
gute Idee, da durchzufahren. Ist doch egal, fahren wir voll durch. Obwohl, wir haben ja nichts zu verlieren. Also immer geradeaus. Jede Menge geradeaus. Aber ist voll die Gurkerei hier hoch, hä? Kokainfeld. Oh je. Blitz. Nein. Nee, oder? Nee, noch nicht. Aber warte mal, wir machen jetzt ein. Ich guck grad mal. Eigentlich. Wir müssen außerhalb der Ortschaft. Naja, wir sind jetzt schon bald in der Gangbasis. Die nächste nach links. Halt jetzt gleich. Jetzt. Oh, es ruckelt, ich sehe nichts. War da eine Straße? Da war keine Straße. Du bist zu weit. Zurück. Ach, das Ding da. Nein, noch weiter zurück, Rückwärts ist ja. Weiter. Und jetzt nach links. Hier rein, zwischen den Häusern, genau. Ach Gott. Ja, ja. Dein Akkustand beträgt 30% aus dem Akkustand. Keine Ahnung. Und auf dieser Straße bleiben bis zum Kraftwerk Kavala. Das ist die Straße. Fährst du das in der Ego-Sicht? Nee, oder? Was? Fährst du in der Ego-Sicht? Nee, oder? Nee. Wo denn hier links? Da war eine Kreuzung links und rechts. Nicht richtig. Problem ist halt bei mir ruckelt es. Ich kann manchmal nicht richtig lenken, weil das irgendwie dann so. Was soll ich fahren? Rechnet. Ah, jetzt weiß ich, wenn ich Mausrad hier drin drücke. Hä? Wieso habe ich mein ganzes Essen weg? Ich habe kein Essen. Du bist ja auch tot gewesen. Nein, ich habe Essen gekauft. Bin ich am Kraftwerk irgendwo? Ja, ja, warte. Ich muss immer erst gucken, was ich hier mache. Kreuz und links. Rechts. Machen jetzt Küstenstraße wie in der Normandie. Sehe das schon. Wäre schön, wenn es hell wäre. Hättest du mal eine Night Vision gekauft, ne? Problem ist, das ruckelt halt auch immer. Also haben wir schon schöne Bekanntschaft mit dem Officer gemacht. Oh. Was machst du denn? Oh, Benni! Ich habe kein Reparaturkit. Ich schon, wenn ich es mitgenommen habe. Ich habe es ja zeigen müssen. Bitte Verbandskasten und Banddreieck hat er gesagt, soll ich auslegen. nur gefehlt, dass ich blasen hätte müssen. Entschuldigung, so gut kennen wir uns jetzt auch nicht. Auf die Restalkohol, ja, gebettelt wird aber nicht. Das war da aber echt ein Vollkosten von politisch. So, wie schnell darf ich denn hier? Ich sehe keine keine Schilder. Na, ich sehe es halt auch nicht. Also hier steht nichts drauf, hier sind bloß Tiere drauf. Ja, es ist Nebel und Nacht. Ja, und dann ruckelt es noch. Jede Sekunde kommt einmal eine Viertelsekunde Standbild bei mir. Halt! Ja. Ja. Ja, halt. Also die letzte hätte ich jetzt links müssen, aber ist egal, fahr geradeaus. Wir fahren ja so gern hier. Blitz.
Achtung, Stadt. Und die nächste bitte nach links. Die da. Nein, 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 nein. Große, große, große Straße. Bei dir weiß man nicht, was groß und klein ist. Die große Feldwegstraße. Ich habe ja auch bloß eine Karte. Nein, nein, nein. Weiter. Ganz hinterm Ort. Das ist ein Geldautomat. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Bargeld für die Strafstelle. Jetzt die nächste nach links, bitte. Die da, hier. Ja, ja, hier. Ja, 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 ja. Kann er mich sehen? Küstenstraße oder was? Küstenstraße. Oh, Benny, bring uns nicht um, bitte. Wenn das nicht ruckeln würde, wäre es noch viel besser. Dann könnte ich schon richtig durch die Gegend driften. Ich könnte driften. Motorrennfahrerwäschchen. Jetzt gleich geradeaus, bitte. Boah. Macht aber keinen Sinn, wenn das leckt. Ich kann auch fahren, Benny. Ja, bis jetzt geht's noch. Wenn irgendwie dünner wird, dann wird's problematisch, weil ich brauche die ganze Fahrbahn, um irgendwie geradeaus zu fahren. Ich brauche die Fahr. Ja, hast du doch was getrunken? Ich hab doch. Herr Officer, Herr Officer, ich weiß was. Fahr langsamer, um Himmels Willen! Oh. Strand! Rechts, bitte! Links oder rechts? Rechts! Sagst dir auch nichts. Ja, wie schnell. Ja, ich bin halt gerade nicht immer in der Karte. Ich kann ja nicht in der Aufnahme immer die Karte zeigen. Ist es ja mehr? Sind wir mehr? Ja, hast du mehr. La mer. Und jetzt bleibst du eigentlich immer auf der Straße. Und zwar bis ganz weit. Jetzt kann ich auch mal was anderes zeigen wie die Karte. Ja, ich weiß. Meine lieben Leute, wir fahren jetzt nur rum, aber. Und ich steck da unten meine Hand ins Gesicht, ich weiß nicht warum. Hast du Hunger? Ich habe 60% Hunger, fällt mir gerade auf. 70 und 80. Ja. Boah, Benny! Ja, das hat man gemerkt, dass da gerade ein größerer Leck war? Nee, gar nicht. Die Kurve nicht gekriegt. Halt, hier war gerade ein Zeichen, ich habe auch wieder nicht drauf geschaut. 60, glaube ich, oder? Meiner langt sich dauernd ins Gesicht, ich weiß aber nicht warum. Der hat Hunger. Warte mal. Gerade gucken, wo ist denn die nächste Tankstelle? Ja, ist auch. Oh, Jesus. Also, wird schon orange, der Strich. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Müssen wir jetzt. Haben wir keinen Benzinkanister dabei? Nein. Hätten wir auch mal kaufen sollen, aber vielleicht gibt es irgendwo einen Market oder so, also, wo wir kaufen. Nein, gar nichts. Gar nichts? Nein, die gleiche Strecke müssen wir jetzt nochmal fahren und dann wieder zurück. Kann nicht sein, gibt doch hier gar nichts. Ist aber so. Ist ja nicht mal eine Straße hier. Ich sehe fast nichts von der Straße. Wo bist denn du? Keine Ahnung. Ja, passt doch. Auf einer Straße, aber das ist keine Straße. Weil wie es aussieht, das ist Nebel. Ich sehe fast gar nichts. Was ist das hier? Ach, speichert. Wie speichert? Automatisch speichert alle 10 Minuten. Gespeichert. Boah, Benny, nicht so schnell, ey! Und Schild! Ein Schild, ja, Kurve heißt das Schild. Kurve. Halt, falsch! Was denn? Wieso biegst du ab? Also ging die Straße weiter, falsch. Nein, falsch umdrehen. Wohin? Zurück und die nächste nach links. Also ging aber die Straße weiter, ja. Links, 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 links. Feldweg, wo der reingeht. Das ist mir egal, was soll ich machen? Straße, Mann. Ja, was soll ich denn machen? Nur die Kettenabdrücke. So, jetzt sind wir gleich bei den Messzutaten. Sollen wir gleich Mess einladen? Oh, die Sonne. Methadon. Und hier immer geradeaus, jede Menge geradeaus. Was heißt hier geradeaus? Ich gebe hier gerade alles vor. Ich glaube, ich fahre als nächstes. Das ist ja grausig. Weil das sieht so geil aus auf deinem Lenkrad. Tack, 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 tack. Ich kämpfe hier mit Lags. Ich lecke hier mit Campern. Boah. Ja, weißt du, du musst ja auch schüsseln wie ein Arsch, oder? Km/h, ja, eben. Ich habe Lags, deswegen nur 100. Hier gibt keine Blitze, ich kann so schnell fahren, wie ich will. Solange du mich nicht umbringst, ist alles gut.
Solange du nicht aus dem fahrenden Auto. Oh, guck mal, wie schön das aussieht, wenn die Sonne rauskommt. Ja, es hat schon was, also. Sogar mit schlechter Grafik sieht es gut aus. Kann man schon machen. Brauchen Sprit, sonst bleiben wir gleich stehen. Ja, das ist dann gleich. Weil hier gibt's keinen Sprit, gar nicht. Keine Läden, nix. Nein, nix. Nicht mal Dopamin. Meth hätte ich. Oh, schnell, schnell, 100. Schwung holen. Ah, da ist eine Tankstelle, ja. Da müssen wir vorher erst abbiegen. Ja, egal. Mach was. Ja, immer geradeaus. Jede Menge geradeaus noch. Wir können auch querfeld ein. Es kommen Steine, Findlinge. Oh, drei Minuten geradeaus. 3 Minuten geradeaus, ja. 2 Minuten haben wir noch Sprit. Echt jetzt? Weiß ich nicht, ist schon ganz rot. Also als nächstes kaufen wir uns einen Benzinkanister. Dauert nur ewig, Benny, das schaffen wir nimmer. Gut, wir fahren so lange, bis nichts mehr geht, und mehr können wir eh nicht machen. Kannst du dein Auto wieder in der Garage auslösen, ne? Wenn wir mal in die Garage kommen, weil hier ist nichts. Immer auf der Straße bleiben. Naja, immer, immer geradeaus. Boah. Hey. Ah, Drift-Challenge. Was mein Tipp die ganze Zeit mit seiner Hand in seiner Fresse zu tun hat, weiß ich auch nicht. Ja, vielleicht schaffen wir es noch. Wie weit ist denn noch bis zur Tankstelle? Machen wir so ein bisschen Schleichwege. Ein bisschen schneller. Die nächstmögliche nach rechts. Ja, dauert noch ein bisschen. 10 Sekunden. Sonne, ich sehe nichts mehr, wird geblendet. Jetzt nach rechts. Nach rechts? Ja. Oh. Benny? Geradeaus? Ja, ja. Your gas tank is empty. Hurry up to the next gas station. Steht ja, auf. Sind wir dabei. Wir sind noch. Auf der Karte sind es noch 3 cm. Benny! Ja, ja, du kannst. Hey, bringst mich um. Geradeaus oder rechts? Geradeaus, immer geradeaus. 2 cm! Benny, es ist nicht mal weit! Es blinkt schon da oben. 220 Meter! Es blinkt schon. Benny, nicht so schnell, hey! Ja, aber es geht gut, hä? Du armer Irrer! Wohin? Ja, geradeaus. Achtung, scharfe Kurve! Nein! Ja. Falsch! Zurück! Ja, ich dachte, die Straße geht geradeaus. Ich kann da nicht gleichzeitig beides machen. Ja, auf der Straße bleiben. Und da vorne ist eine Tankstelle. Grün. Ich sehe es nicht, ich habe keinen. Doch, grün. Vor dir. Ja. Bitte nicht um. Bitte nicht schlage. Ach, du darfst weiterfahren. Das ruckelt so arg. Warte mal, ich steig mal hier aus. Na, tank mal auf, du Schwein. Junge, Junge. Ich muss jetzt mal pinkeln gehen. Hier. Oh, warte, abspringen. Geh nach hinten. So, jetzt. Hast du schon... Bist du jetzt echt pinkeln, oder was? Jetzt. Hast du jetzt getankt, oder was? Ja, da müsste voll sein. Oh, ich habe eine leichte Blessur. Warte mal, kann ich den reparieren? Warte mal kurz. Hm. Als Passagier? Als rechter Platz? Ne, ich kann nicht reparieren. So gut, ich muss ein Blechschaden, da kann man eigentlich reparieren. Okay. Ich hab keinen. Hast du keinen? Kein Essen, kein Trinken, kein gar nichts. Achso, gut, kann ich auch mal machen. Kannst du mir was geben? Ja, warte kurz, ich steig mal aus. Gibt's hier irgendwas? Nee. Moment, wie geht denn das jetzt nochmal? Auf Z. Dann. Eben, Darky Priest. Was brauchst du? Einen Apfel und ein Trinken? Ja, trinken und essen. Apfel hast du jetzt? Trinken auch, oder? So, Benny hat dir eine Wasserflasche gegeben. Und ein Apfel. Gucken wir, ob das funktioniert. Hm? Also, Apfel sind jeweils 10%. Nee. Und Wasserflasche? Hab gar nichts bekommen. 50%. Das ist gar nichts. Nee. Du musst auf Z wie Zeppelin gehen. Ja, ich bin auf Z. Und dann aktuelle Items, dann siehst du eigentlich. Wie aktuelle Items?
ganz rechts, wenn du auf Z gehst, ist rechts aktuelle Items und da steht dran, was du hast. Ah, auf Z muss ich die. Ja, ich hab doch genug. Benny, hör auf. Dreimal Wasserflasche, zweimal Also Kaninchenfleisch, ich habe noch Spitzhacke, 16 taktischer Speck. Wasserflaschen, 2 Äpfel, Pfirsich, was weiß ich, Ölpumpe habe ich auch noch. Ja, ich hab's nur nicht Also gecheckt. Wasserflasche ist 50% pro Flasche oder 40 und 10% ist Apfel. Ja. Weil ich habe auch Schaufel, Machete, Spitzhacke, habe alles gekauft. Ja. Egal. Der Officer, der hat mich schon ein bisschen hier. Ein bisschen, oder? Ein bisschen So hat er mich da ganz schon bisschen. genervt. Gut. Also, würde ich aber sagen, meine lieben Leute, ich glaube nämlich, das war's schon wieder. Also danke fürs Zusehen bei unserer. Unser Auto ist mal verbeult. Nur auf der Seite. Das war vorhin bei der Polizei, da bin ich ein bisschen rangekommen. Du hast mein Auto verbeult? Naja. Also, dann würde ich sagen, bye bye und danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei der Chaotentruppe in unterwegs in Altis. Also, bis dann. Tschüssen!